Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren neuen Let's Platin Run von mir in Legend of Kai oder Kai Anniversary. Das ist natürlich jetzt hier ein Remake von der PS2 Version. Da kam das Spiel nämlich ursprünglich raus, jetzt hier natürlich auf der PS4. Und ja, das Spiel hat natürlich hier jede Menge Collectibles, deswegen habe ich mir da so eine schöne Liste mal zusammengebastelt. In der Hoffnung, dass die auch stimmt, dass ich da gleich im Osten Run die Platin erreichen kann. Das heißt, ja, hauen wir das Ding einfach mal an. Mit Options. Genau. So, da sind wir jetzt schon hier drin. Neues Spiel, Optionen, Extras. Da muss ich auch mal noch einmal rein, wegen dem hier. Das machen wir aber erst ganz zum Schluss. Was haben wir sonst noch? Vibration ist an, Untertitel ist an. Sehr schön, das passt. Grafik, ja gut. Steuerung. Okay, blocken, ducken, springen, angreifen. Gegenstand wechseln, benutzen, Aufgaben, Pause, bewegen, umsehen, alles klar. Ja, wird wahrscheinlich während des Spiels auch noch erklärt. So, hauen wir das ganze Ding jetzt einfach mal an im neuen Spiel und das gleich hier auf Albtraum. Weil, wie gesagt, ich versuche hier das ganze Ding ja gleich im Ostendurchlauf auf Platin zu bomben. Also hauen wir das Ding gleich an auf Albtraum und dann schauen wir mal, um was es hier sich geht oder im handelt. Im Zeitalter der Wunder war unsere Insel Yenching ein glücklicher und friedlicher Ort. Die vier Clans lebten in Harmonie. Die fleißigen Hasen, die fröhlichen Frösche, die disziplinierten Katzen und die klugen Pandas. Alle hatten ihr eigenes Dorf. Alle genährt von den Wassern des Lebens. Aus den Brunnen ihrer Städte. Veredelt und verwandelt durch den singenden Stein in jedem Brunnen. Man sagt, dass die magischen Wasser dieser Brunnen nicht nur den Körper nährten, sondern auch den Geist und alle glaubten an den Weg. Ein Glaube an die Essenz des Guten im Leben. Pandas und Katzen, Hasen und Frösche, alle folgten dem Weg. Doch im Laufe der Jahre verließ sie der Glaube. Sie kamen ab von ihrem Weg, wurden selbstgefällig und verloren ihre Wachsamkeit. Gleichzeitig versiegten die Quellen, die die Brunnen speisten, und wurden zu Staub. Das Böse wuchs und die Gorillas besetzten unser Land. Alchemisten stehen ihnen zur Seite und überall verbreitet sich die Monotonie ihres Dins. Ihre Spur der Finsternis überzieht das Land. Nur wenn wir auf den Weg zurückfinden, besteht Hoffnung, dass wir unsere Größe wiedererlangen. Meine Eltern sagen, ein paar von den Freien folgen noch immer dem Weg. Bitte Kay, komm mit mir. Wir müssen die Leute aufrütteln und auf den Weg zurückführen. Das ist alles Blödsinn. Die Gorillas sind an der Macht, weil sie stark sind und gute Kämpfer. Dieser ganze alte Kram. Meister sagt, der Weg ist nur ein alter Mythos. Meister sagt... Meister ist selbst ein alter Mythos und er trinkt zu viel Brennnesselwein. Von wegen. Vor 40 Jahren war er der beste Waffenmeister auf ganz Yenching. Wahr. Mir reicht's. Ich gehe nach Hause zurück in mein Dorf, wenn noch was davon übrig ist. Vielleicht finde ich dort jemanden, der mutig genug ist, um Minister Shun und seinen Vasallen die Stirn zu bieten. Hier gibt's nur Ausrangierte und Möchtegerns. Ich bin bereit für die nächste Lektion. Gut. Störe niemals jemand beim Medizieren. Oh, wer hat mir diese Krüge in den Weg gestellt? Du musst ins Bett, Meister. Morgen geht die Sonne wieder auf. Die Sonne geht auf über einem Krieger. Ja. Morgen. Ja, soviel zu Brennnesselwein. Ja, cool. Nice erzählt, die Geschichte. Oje. Das sieht aber nett aus, ne? Kann man nicht sagen, so an sich. Haus von Onkel Shen. Onkel, warum all die Aufregung? Der Meister greift zur Flasche und kann kaum erstehen. So Ling schwafelt ständig von dem Weg. Und in der Zwischenzeit haben Ratten und Gorillas praktisch unser Land besetzt. Der Weg? Das ist nur dummes Geschwätz.
Wenn du mich fragst, das Problem liegt in unserer Gesellschaft selbst. Zu meinen Zeiten, aber nein, die besten Lektionen erteilt das Leben immer noch selbst. Ich klinge schon fast wie dein Meister. Geh nur raus und sieh dich selbst um. Aber was wenn... Ja, Onkel, bis später. Kay, bevor du gehst, vergiss niemals, wenn du eine Frage hast, komm einfach vorbei. Ich helfe dir, wo immer ich kann. Also, wenn du eine Frage hast, komm zu mir. Alles klar. So, da sind wir jetzt erstmals im Spiel. Aha, okay, Double Jump. Okay. Nice. Ja, sieht irgendwie lustig aus, ne? Also die Katze hier. Ja, cool. Oh, das wird mit der... ups, du hast jetzt eine kleine Aufgabe. Moment, ich muss mal kurz hier Kamera links, rechts invertieren. Ja, schon besser. Dass wir nach links drücken, dass die Kamera auch nach links geht. Finde ich besser. Was? Benutzt du eine Waffe? Kannst du den Inhalt bekommen? Bestätigen. Jo, ich habe aber anscheinend noch keine, ne, wie das aussieht. Wo geht's denn hier raus? Hier? Ah! Katzendorf! Olle! Kay, komm sofort her! Hey, Ubay, was gibt's denn so Welterschütterndes? Ich habe eine Nachricht von äußerster Wichtigkeit. Komm schon, Ubay, was ist so wichtig? Kay, reiß dich zusammen! Du musst diese Nachricht für mich ins Rattenlager bringen. Ich habe die Stelle auf deiner Karte mit einem grünen X markiert. Ja, ja, für den großen Bürgermeister Ubay erledige ich das. Neue Aufgabe, olé! So, bringe diese ungemein wichtige Nachricht ins Rattenlager. Okay, Nachricht ins Rattenlager zu bringen. Ah, okay. Da kann man die vergrößern, verkleinern. Gut, Rattenlager ist da hinten. Pja. Das wäre ja dann schon mal hier. Aber das ist ja immer noch das erste Dorf. So, und hier gibt es ja schon mal theopraktisch hier das erste Collectible. Irgendwo, ist es der hier? Okay, als erstes musst du lernen, ein Wildschwein zu reiten und das Rennen beenden. Danach zeige ich dir, wie du diese Wände hinaufspringen kannst. Ja, genau, der ist es. Perfekt. Achso, ich muss dann erstmal reiten oder lernen zu reiten. Hi Meng, warum bist du hier und nicht im Wald? Früher war es im Dorf viel schöner, aber die blöden Ratten lassen uns nicht mehr im Wald spielen. Dann musst du ihnen zeigen, wer hier der Boss ist. Sehr lustig, Kay, sehr lustig. Okay, ja, gut, hier geht's auch nix. Oder muss ich jetzt da doch erstmal da in das Lager? Ja komm, gehen wir einfach mal. Moment, das Rattenlager ist eher rechts, dann gehen wir uns erstmal dahin. Hallo! Hallo Kay, schön dich zu sehen. Diese Kanten erreichst du nur mit einem Saltosprung. Bei deinem aktuellen Trainingsstand ist das aber zu gefährlich. Zuerst musst du den Meister aufsuchen und deine erste Lektion lernen. Ja, gut, das scheint jetzt so nicht zu gehen. Erstmal noch. Hä? Hey du, Superman! Sieh dir mal die Plakate an, Punk. Da sind nützliche Infos für dich drauf. Aha, die da. Die oben stehende Katzenstatue zu aktivieren. Aha. Na dann. Aitan, was suchst du? Okay, ich vermisse 3 Kürbisse. Wenn ich sie nicht bald finde, muss mir jemand dabei helfen. 3 Kürbisse? Ich gehe besser nicht hinein. Zuerst muss ich mich um Wichtigeres kümmern. Ich gehe besser nicht hinein. Ja. Zuerst muss ich mich um Wichtigeres kümmern. Ich wollte ja gerade weglatschen. So. Ja gut. Naja. Dann machen wir halt hier erstmal weiter. Das sieht echt lustig aus hier. Gefällt mir. Gut. So. Hier ist das Rattenlager. Hallo. Halt! Hier niemand rein! Altes Faulmaul. Glaubst du wirklich, ich setze mich freiwillig eurem tödlichen Gestank aus? Hey, Mieze-Junge, pass auf, was du sagst. Genau. Hier, ich habe eine Nachricht für dich. Gib sofort her. Ah, euer Bürgermeister, kluge Katze. Einverstanden mit allem. Bring ihm das hier als Antwort. Sehe ich aus wie dein persönlicher Postbote, Wettchen? Vom Fell her, ja.
Das glaube ich nicht. Bei diesen Trotteln ist jeder Spott verloren. Du nimmst Post mit, ja? Gib das blöde Teil schon her. So, Aufgabe gelöst, neue Aufgabe. Olle. Ja, gut, dann halt wieder zurück, ne? Höp, höp. Ja, echt nicht schlecht. So, vielleicht die Comic-Grafik und so weiter und so fort, aber schaut echt gut aus. So, halbwegs Open World, in Anführungszeichen. So. Ah. Hier, Ubay. Eine Nachricht von den stinkenden Ratten. Gut gemacht, mein Sohn. Kay, aus dir wird noch mal was. Lass mal sehen. Ah, Tuck, der Anführer der Ratten, ist ziemlich klug. Er hält mich für einen sehr kompetenten Beamten. Na, super. Klasse. Gründet doch gleich eine Gesellschaft für gegenseitige Bewunderung. Ach ja, dein Meister fragt nach dir. Du sollst zum Training in die Kampfschule kommen. Ja, perfekt. Toll, endlich passiert mal was. Endlich. Geh zum Meister und absolviere die erste Kampflektion. Muss herausfinden, wo der Meister wohnt und dort die erste Lektion der Kampfkunst absolvieren. Na gut, hier ist es ja nicht, ne? Oder? Ne, Haus von Onkel Shen. Ha, wo wohnt denn der Meister? Hier? Ne, ist der Bürgermeister, ne? Ich gehe besser nicht hinein. Oh. Zuerst muss ich mich um Wichtigeres kümmern. Hier? Ich gehe besser nicht hinein. Zuerst muss ich mich um Wichtigeres kümmern. Also was ist das? Ist das auch das Haus des Onkel Shen? Ja. Na toll. Sie ist ein Speicherpunkt. Ah ja. Wird deine Energie aufgefrischt, falls du erschöpft sein solltest, außerdem registriert der Speicherpunkt deinen aktuellen Status und speichert ihn. Okay. So, haben wir den auch gefunden? Ich gehe besser nicht hinein. Zuerst muss ich mich um Wichtigeres kümmern. Hä? Die Tür ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Okay. Wo ist denn der Meister? Nee. Gut, mehr geht's hier ja nicht, ne? Nee. Ist er vielleicht hier? Ich gehe besser nicht hinein. Zuerst muss ich mich um Wichtigeres kümmern. Wo ist das Haus da? Die Kürbistame? Ich gehe besser nicht hinein. Zuerst muss ich mich um Wichtigeres kümmern. So, also mittlerweile kann ich den Satz schon mal nicht mehr hören. Oh, da komme ich noch nicht hin. Hä? Ach, da hinten geht's auch noch lang. Glaube ich, wenn er mich da durchlässt. Hallo. Hallo, Kay. Siehst du diese Seile? Spring hinauf und fang an zu schwingen. Springe im richtigen Moment vom Seil ab. Okay. Du kannst auch von einem Seil zum nächsten springen. Aber das kann etwas komplizierter werden. Na dann, höp. Okay, so nicht. Höp. Geil, geil, geil. Ja, das könnte hinkommen, ja. Hoffe ich. Servus. Hallo, Kuhnmann. Okay, hier... Und oben mit der Kampfschule. Das sind die einzigen schönen Orte, die es noch gibt. Nicht so viele Ratten und Gorillas. Mal sehen, wie lange das noch so bleibt. Der Bürgermeister sagt, sie wollen uns beschützen. Aber wovor nur? Und jetzt sollen wir ihnen unsere Waffen aushändigen? Glaubst du diesen Clowns etwa? Kein gutes Zeichen. Irgendjemand muss was unternehmen. Ja, da sind wir gerade. Ich gehe besser nicht hinein. Zuerst muss ich mich um Wichtigeres kümmern. Yep. So, gut, dann meint er damit wirklich oben in der Kampfschule. Also nicht hier. Heilige Quelle. Ole, da haben wir es gefunden. Yippie. So, der ist hier. Servus.
Meister? Na, da bist du ja. Komm, wir setzen unser Training fort. Aber vorher sollst du eine der Lektionen unserer Vorfahren kennenlernen. Aha. Ach, nicht noch eine Geschichte, Meister. Können wir nicht gleich mit dem Kämpfen anfangen? Du hast mir für heute eine neue Waffe versprochen. Hab ich das? Ah ja, sieh mal dort drüben. Die ist für dich. Yippie! Ein Schwert! Meister, ein Holzschwert? Na toll. Damit mache ich mich im ganzen Dorf lächerlich. Wie wär's mit dem Schwert in deinem Haus? Das Schwert unserer Vorfahren? Was denkst du dir? Das ist eine legendäre Waffe, die dem Katzenmeister der Prophezeiungen vorbehalten ist. Schmoll, 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 schmoll. Greif mich mit dem Dreifachschlag an. Beachte jedoch, dass die starken Schläge mehr Zeit in Anspruch nehmen und du dabei ein wenig Beweglichkeit einbüßt. Los, greif mich an. Okay. Sehr gut. Ha. Du lernst wirklich. Ja, das war jetzt auch nicht schwer. Die einfachen Schläge hast du jetzt im Griff. Versuchen wir etwas anderes. Ja, vier gedrückt halten. Geh in die Hocke und schlag einen Aufwärtshaken. Los, greif mich an. Was? Ducken? Das hier? Ausgezeichnet. Ja. Jetzt können wir weiter. Naja, ob das so ein Aufwärtshaken war. Und attackiere den Gegner, wenn er auf dem Boden liegt. Der Angriff richtet sich auf deine Gegner, selbst wenn sie der Länge nach auf dem Boden liegen. Komm, versuch es. Okay. Hui, jaha. Bam. Blutiger Anfänger, ole. Mein kleiner Noviz. Die erste Trophy im Spiel, geil. Hier ist deine Belohnung. Die Kiste. Das ist ein Herzcontainer. Er macht dich stärker, denn du bekommst mehr Lebensenergie. Ein sehr kostbarer Gegenstand. Wenn du solch einen Gegenstand findest, solltest du ihn immer an dich nehmen. Da ist er. Hey! Pong! Pong! Ja, aber mit deiner Mitte. Deinem Chi. So. Hey! Pong! Sehr beeindruckend, Meister Fossil. Warum vergeudest du deine Zeit mit Kampfspielchen, wenn du Gorillas dienen kannst? Oh, Kampfnamen. Du hast bestimmt gewonnen. Ha! Gorillas gewinnen immer. Alles klar. Nur ein paar räudige Katzen. 123 Centromins, 87 Quantros und 46,5 kubische Trox. So funktioniert das also. Die Cholung-Zahlenreihe differential angewendet. Für wen was? Differential. Und aus reinem, singendem Stein gemacht, natürlich. Ihr Affen da! Geht zum Steinbruch und holt mir einen Block singenden Stein, der 10-mal so groß ist wie dieser Brunnen. Aber schnell! Dieser Plan ist absurd, Alchemist. Ach, sind jetzt Gorillas Experten in Transmogrifikation? Ha, was als nächstes? Bananen mit Käsesoße? Ach, Käse. Ihr Ratten seid eklig. Wenn Valor ausbricht, werden die Feuer... Die Vergangenheit verschlingen und die Zukunft gebären. Eine Zukunft voller...
Schnurrhaare. Du widerliche Kleine. Ei, spür die Rache von Yenqing, Eindringling. Du hackneuleckendes... Stopp! Borax wird das schon erledigen. Wir brauchen keine Tyrannen, die Penner zu Helden machen. Wir haben, was wir wollten. Affe! Wow, diese Technik hast du mir nie gezeigt, Meister. Dann wird es vielleicht Zeit, mein Junge. Vielleicht ist es Zeit. Die bösen Affen. Ich bin erschöpft, mein Kind. Lass mich eine Weile allein, damit ich in der Meditation neue Kräfte schöpfen kann. Du gehst am besten ins Dorf zurück und widmest dich deinen Pflichten. Ich schicke deinem Onkel eine Nachricht, wenn ich dich wieder brauche. Und behalte das Gesicht von Tak, der Alchemistenratte, in Erinnerung. Er wird uns bestimmt bald Probleme bereiten. Das glaube ich auch. Aber egal, wir machen den Ratzfatz hier kaputt und so. So. Jod. Das haben wir jetzt, ja. Genau, ein Herzcontainer mehr. Jetzt haben wir 4 Lebensbalken statt 3. Ja, da hoch komme ich wohl noch nicht. Höp, höp. Dann mal wieder zurück, ne? Weil wir können jetzt ja, wir haben das erste Training gemacht. Also durfte es ja funktionieren. Mit hier, der gesagt hat, hier, der Trainingsstand stimmt noch nicht. Und so, ne, wir sollen jetzt erstmal dahin. Ach ja, gut, dann gehen wir nochmal zu Onkel Shen. Gehen wir noch kurz dahin. Haus von Onkel Shen. Ah doch nicht, guck mal hier. Du hast eine Kupfermünze gefunden. Es gibt verschiedene Münzen mit unterschiedlichem Wert. Ab und zu triffst du auf einen Händler. Hier kannst du für dein Geld Ausrüstung und Gegenstände kaufen. Das kann sehr hilfreich sein. Jo, das glaube ich. Hä? Ah, oh, schade. Kann man nicht angreifen. Hallo? Moment, da hinten waren doch hier so Dinger. Genau. Aha. 41 Kupfermünzen. Yippie, ich bin reich. Hi. Kay, hast du diese arme Frau Ai Tan gesehen? Nee. Sie ist so weit für die Kürbisse gegangen und jetzt hat sie 3 verloren. Vielleicht kannst du ihr helfen. Lass dir was einfallen. Ich habe in der letzten Zeit halt so viel zu tun. Aber klar, ich gehe hin. Okay. Tja. So. Einmal speichern, genau. Ne, Moment, wo war denn der jetzt? Hier, ne? Ja. Servus. Kay, als erstes musst du lernen, ein Wildschwein zu reiten und das Rennen beenden. Danach zeige ich dir, wie du diese Wände... Okay. Mist. Muss erst lernen, wie man ein Wildschwein reitet. Eine Katze auf dem Wildschwein. Ja. Na gut, dann höre ich doch nochmal an dieser Stelle hier auf. Dann natürlich wieder vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht es ja einfach weiter. Mal gucken, ob wir dann schon den Gorillas eine auf den Latz hauen müssen. Ja, gucken wir einmal. Bis dahin sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Bis demnächst. Haut rein. Servus und ciao.